Wenn du nicht aufhörst, dann sage ich meinem Bruder Bescheid, die werden Gitter. Sich 24/7 jagen. Alter. Damit hat sie mir gedroht, nachdem ich Bilder von ihr auf Instagram gepostet habe. Ja, dann lass mich doch einfach in Ruhe. Danach wurde Schubert von der Frau geschlagen, von den Cousins verfolgt und... Hat er seine Rache bekommen oder nicht? Bleibt auf jeden Fall dran, um das rauszufinden und lasst ein Abo und Like da, falls ihr mehr sehen wollt. Sogar in GTA sammeln die Gelder durch Steuern. Und einer wie ich, so ein Schubert, muss alles zahlen mit diesen scheiß Blitzern. Bam, Bro. Lass doch die Leute wenigstens RP spielen, ohne von Blitzern genervt zu werden. Hallo? Was los? Wie heißen Sie? Splitty. Splitty? Mhm. Hast du Instagram? Nein. Vielleicht wird's mal Zeit. Warum? Zweiter Tag. Oh nein, ey, hau ab. Der macht schon wieder fremde Bilder. Kann man dir helfen, mein Bester? Hör auf damit. Verpiss dich. Schnauze. Ich schwöre dir, wenn du dich nicht abhaust, ich zieh den Hammer über den Schädel. Hau ab, Jens. Verpiss dich jetzt, Junge. Polizei! Polizei! Haben Sie das gesehen? Was passiert? Die mit den pinken Haaren! Oh Mann, ich blute! Kommt er jetzt heulen? Er soll mich in Ruhe lassen! Ich blute! Ich hab's Ihnen 5-mal gesagt! Ja. Er verfolgt mich und macht die ganze Zeit Fotos und Filme! Stimmt gar nicht! Sie lügt! Lockt sie ab jetzt, Mann! Sehen Sie, ich werd bewusstlos gleich! Ja, geh zum Arzt und dann geht's dir wieder besser und stehen doch genug Zeugen, die haben doch gesehen, wer mich die ganze Zeit verfolgt. Ja, die haben alle gesehen, wie sie mich geschlagen haben! Na, alles gut bei Ihnen? Ich... Oh nein! Ey, du hast alles gesehen, oder? Ich habe alles gesehen. Die Frau ist krank im Kopf. Auf jeden Fall, das hier ist mein Zeuge. Der hat's gesehen. Die Strafanzeige wird gestellt. Ja, aber ja, die kann doch jetzt nicht einfach auf freiem Fuß rumlaufen mit einem Hammer! Warte, ich schlag. Ja, der wurde abgenommen. Wurde abgenommen? Ich weiß doch nicht, was sie jetzt wollen. Es war ein Antragsdelikt und eine Körperverletzung. Nehme nicht jede Person dafür mit. Haben Sie das gesehen? Der Typ hat die geschlagen. Er wird natürlich festgenommen. Aber sie wird nicht festgenommen. Alles solche Sims hier. Sie hat mit dem Hammer geschlagen, Alter. Haben Sie einen Personalausweis bei sich? Black Lives Matter, nein. Too. Also ich finde das nicht in Ordnung, dass der Herr jetzt festgenommen Herr Schubert, wird. Der wird mitgenommen, weil er keine Personalien dabei hat. Wir leben in einer Welt in GTA-RP, in der Frauen machen dürfen, was sie wollen und nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Jetzt muss ich mich um diese Angelegenheiten kümmern. Enemy spotted. Hör auf! Du bist so cool. Viel Spaß bei Mike. Aufsteig! Steig rein, schnell! Anschneiden, vor die Bullen kommen. Fuck you, Bitch! Ha, da liegst du, Beast Mode! Fahr weg! Die sagt noch so, viel Spaß bei Malta, obwohl die schon tot auf dem Boden liegt. Bitch! Ja, Mann, wir haben's dir gegeben, Alter. Ja, Alter, das war ein Racheakt der Vergeltung, my brother. Wenn die Polizei nicht helfen will, dann üben wir Selbstjustiz aus. Was seid ihr für Securities? Ja, wir bauen gerade eine Gruppierung. Wir sind eine neue Gruppierung. Wir bauen sie gerade auf. Heißt die Gruppierung FC Stottern? Wer ist da, der hässlich aussehen? FC Stottern? FC... Ja, merkst du, ne? Der Name passt. FC Stottern, sehr fein. Wow. Was ist mit dir? Wieso hast du deine Hände oben? Wow. Muss ich aufnehmen, sorry. Ja, tu, was du nicht lassen kannst. Schönes Auto, nicht wahr? Ich meinte den Typen hier mit dem Strohhut. Oh. Ey, ja, Mann. Los. Spring rein. Ich soll reinspringen? Ja, kannst du mal bitte aussteigen? Was willst du jetzt? Steig mal aus. Ich dachte, ich soll reinspringen. Nein, mit dir habe ich nicht geredet. Warte mal, ich muss ein Video machen, dass ich flexen kann. Willst du eine Runde drehen? Yeah, Alter, Lamborghini. Mit meiner Freundin hier. Boy. Kannst du jetzt rausgehen, bitte? Steigst du jetzt bitte aus? Vielleicht kannst du mal kurz mal hinkommen. Warte, ich fühle die Musik gerade voll. Oh yeah! Oh! Wow. Einmal will ich noch auf die Fahrerseite. Steig aus. Steig aus. Ich will noch ein bisschen fühlen, Steig aus jetzt. Oh, what fuck, Alter, was passiert denn jetzt? Soll ich die Polizei rufen? Nein, warten Sie, steig aus. Ja, ich gebe Ihnen 10 Sekunden, dann hätte ich das so oder so gemacht, also steig aus jetzt. Moment. 10, 9, 8, 7. Lamborghini Plus. Lamborghini. Laut ist die Scheiße, Mann! Was ist mit ihm passiert? Wo steht mein Auto? Was für ein Auto? Ja, okay. Ey, wo ist eigentlich dein Lamborghini? Ich wollte noch ein Foto davon machen. Ja, weiß ich nicht, weil du ihn geklaut hast. Was schreist du mich an? Ey, krieg mal deine Frau in den Griff, Alter. Was schreit die mich Junge, an? Oh, Junge, sei voll leise. Ey, was schlägst du mich jetzt, Alter? Willst du 1 gegen 1, du kleine Ho? Hä? 1 gegen 1, Alter. Au, oh, muss der Mann natürlich dazwischen greifen. Ne, war klar. Sie greift mich an, der Mann muss dazwischen greifen.
Ja, greif mich an, Bitch. Was geht denn hier an? Ja, der hat meine Kollegin, meine Freundin hier angegriffen. Sie hat mich angegriffen! Ich hab sie nur Notwehr halt, ne? Notwehr, alles klar! Wer hat wen geschlagen? Er hat sie geschlagen. Ah, das stimmt nicht, Lüge! Ja, halt dein Maul, Junge! Sie hat mich zuerst angegriffen. Dann runter, die liegen jetzt beide am Boden. Halt du deine Bitch, du hast mich zuerst angegriffen. Bitch! Behandelt mich zuerst, bin älter. Ja. War ja klar, dass der Dame zuerst geholfen wird. Ja, der gute Herr hat vorhin mein Auto geklaut, hat mich darauf gerade hin provoziert. Ich habe ihn geschubst, er hat angefangen auf mich einzuschlagen und der Herr da drüben hat mich verteidigt. Das ist alles gelogen. Halt jetzt da drüben meinen Rand. Ach so, ich soll meinen Rand halten und sie wird, ne? Der, ja, egal, ist ja eine Frau, alles gut, ich nehme alles zurück. Sie hat als erstes am Boden gelegen, aber okay. Wo hat der Herr sie denn überall getroffen? Ich habe ihr so einen Kinnhaken gegeben und ich habe ihr so einen Schlag in den Kiefer gegeben. Bam, links, rechts. So, mir hilft keiner, ich bin ein alter Mann. Und hat sie dann angefangen zu schlagen? Sei einfach leise. Ey, was schlägst du mich jetzt, Alter? Willst du 1 gegen 1? Ich hab ihn angegriffen, um sie dann dabei... Simp-RP! So löwenmäßig, ne? Na sicher, Junge. Ey, ey, ey! Boah, hallo? Guck, das kriegen Lügner. Lügner kriegen sowas. Ich brauch auch Hilfe. Warum hilft der mir nicht? Nur ihr. Sie ist doch schon wieder auf den Beinen, Alter. Ich wurde von 2 Leuten geschlagen, nicht wie sie von einer Person. Der Typ hat mir fett auf den Hinterkopf gehauen wie eine Puppe. Daraufhin habe ich sie zurückgeschubst und der Typ hinter mir hat mich vollgeschlagen. Dann habe ich noch die Frau mitgenommen. Das würde sich erstmal so decken, gegenseitig, ne? Zumindest von der Aktion mit den Schlagen. Aber sie haben jetzt die Möglichkeit, uns zu sagen, wo der Lamborghini ist, ne? Den sie anscheinend entwendet haben. Ich soll einen Lamborghini entwendet haben? Lamborghini Plus. Ja, so, also ist schon mal die Aussage. Also ich bitte Sie, ne? Also ich glaube, wir zwei hatten auch schon mal das. Also ich bitte Sie, ich bin also. Herr Schubert, wir finden das Auto und wir finden auch Fingerabdrücke. Ich hoffe es, weil ich habe auf keinen Fall ich fahre jahrelang Fahrrad. Die Leute sehen mich nie im Auto. Ich bin immer am Fahrrad unterwegs. Ich beklag mich auch nicht. Ich wollte nur mal ein Video machen. Ich habe ein Video sogar gemacht. Das kann ich Ihnen vielleicht schicken. Nee, danke. Außen. Verzichtet auch. Nee, danke. So. Wollen Sie da jetzt eine Anzeige erstatten gegen die Herrschaften? Wurde denn gegen mich eine Anzeige erstattet? Ja, das ist jetzt erstmal so nicht Bestand der Frage von mir. Ja, du, aber ich habe doch das Recht zu wissen, ob mich jemand anzeigt oder nicht. Ja, danke. Wie sieht es mit meinem Auto aus? Das, ich hoffe, das wird gefunden wieder. Ich weiß auch nicht, also ich kann ja mal rumfragen. Ich habe leider jetzt auch keine Beweise dafür, dass es geklaut hat. Und den Sprinter, den nehmen wir mal kurz. Ja doch, die da drüben sind die Zeugen. Waren die nicht, standen die nicht auch da? Weißt du das, Max? Max? Ach, da bringt dir deine Witze jetzt auch nichts mehr, Max. Die Polizei ist weg. Max, wo ist denn der Lamborghini? Ja, wo ist er denn? Sag du es mir. Hier ist er. So lustig, weißt du das? Ich weiß. Ich merk's. Mach nochmal die Arme hoch, oder? Die Arme? Ja. Wie meinst du so? So. Möchte einer von euch ein Auto kaufen? Ah, du hast mich... Hey, was soll das? Hey! Hey! 2 Stunden später. Hallo? So, mein Freund, du nimmst jetzt mal bitte die Hände hoch. Oh my God, Bro, dein Ernst? Nimm die Hände hoch und fällt jetzt auch unterwegs. Okay. Denkt auch, der kann mich hier auseinandernehmen. Denken die auch, die können Schubert Probach auseinandernehmen. Was denken die sich denn, Digga? Die wollen mich hier wegpowern. Du Scheiße, was geht denn dort ab, Bruder? Was geht denn dort schon wieder ab, Alter? Was für komische Menschen. Ehrlich, die sollte man einfach einsperren. Das poste ich jetzt. Ja, Bruder, was machen die da oben? Ja, guck mal, wenn ich... Da gibt's eine gute Sache. Wenn ich RP spiele, ne? Und ich sehe diese Leute da so am Würfelpark. Klar, so, die machen das die RP, die haben Spaß dran, so, alles gut. Aber daran merke ich wieder, dass ich aus einer... Die Realität holt mich immer wieder ein, da. Ich sag's immer wieder gerne. Mir wird bewusst, dass ich ein normaler Mensch bin. Heißt du Mandy? Ja. Ich hab einen TikTok gepostet über uns. Mandy, meine neue Freundin, die Schnecke. Die Schnecke. Mandy, wollen wir ein Selfie machen? Getan, ja. War das von einer Aktion oder? Schick mir das mal. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab einen Insta-Post gemacht. Wie heißt du da? TubeBad69. Was du kleine Bitch, was laberst du da? Unter Freunden, so weißt du. Gar nicht witzig. Was ist los, Mandy? Also, Mandy, hast du nichts dagegen, ne? Das, ne? Ne, alles gut. Ja, okay, meine Bitch. Wenn du irgendwann mal dafür Geld kriegst, dann... Oha, wie nennst du sie? Meine Bitch halt, ne? Hä? Das ist nur ein halbes... Auf jeden Fall, yo, Mandy, Bitch, was machen wir heute? Was für Bitch, ja? Was für Bitch, Alter? Yo, das wollt ihr jetzt von der Seite? Das ist also zwischen mir und ihr. Was für Bitch? Was für Bitch? So, sorry, tut mir leid, sorry. Ich dachte so, Bitch-Basis, so weißt du. Boah, warte, das muss ich fotografieren. Wir machen das Auto ohne Charme. Hey! Hey, was machst du mit dir? Guck mal jetzt auf meinen neuen TikTok-Post. Aber man sieht mein Gesicht, ich wollte das nicht. Dein Gesicht sieht aus, als ob du Ohrfeige bekommen hättest. Ich hab mich heute ein bisschen... Oh! Ey!
Nie wieder machst du sowas, okay? Oh, okay, sorry, du hast die Hosen an. Du hast die Hosen an, okay, sorry. Ich hab euch alle auf TikTok gepostet vorhin. Entschuldigen Sie? Ich wollte mich beschweren wegen der Lautstärke da vorne. Genau, okay. Über 22 Uhr, Nachtruhe ist angesagt. Da können die nicht da draußen so eine Mucke laufen lassen. Die schlafen hier bei Menschen. Sie beschweren sich jetzt gerade, dass andere schlafen wollen, aber sie wollen gar nicht schlafen. Schauen Sie doch mal, hier sind überall Gebäude, hier versuchen überall Menschen zu schlafen. Da vorne ist laute Musik. Sind Sie betroffen? Also willst du mir sagen, wenn da jetzt einer umgebracht wird und ich davon nicht betroffen bin, ist nicht mein Bier, ist egal. Nee, bei der Ordnungswidrigkeit wegen der Ruhestörung und nicht wegen dem Mord. Ich möchte, dass das da geregelt wird. Also machen Sie Ihre Arbeit und gehen Sie da hin und machen die Scheiße da leise. Ich wäre da drüben schon lange, wenn du mir nicht auf den Sack gehen würdest. So, dafür, das wird mir jetzt ein bisschen zu bunt hier, deswegen muss ich das hier aufnehmen, zu meiner eigenen Sicherheit. So, das kommt jetzt auf TikTok. Drecksbullen wollen nichts wegen der Rave-Party unternehmen. Für was zahle ich Steuern? Ey, was machen die eigentlich da? Was macht ihr denn da? Nichts. Habt ihr mich gerade aufgenommen? Nein, Selfie. Wie geht's dir wohl mit dem Taschenlicht nerven? Pack den Scheiß Handy jetzt mal weg. Was gehst du uns eigentlich so auf und sag? Ja, mach jetzt die Taschen ab aus und gib mir deinen Ausweis. Ich hätte mal gerne einen Ausweis. Wegen? Personenkontrolle. Was für ein Grund? Also man braucht immer einen Grund für eine Personenkontrolle. Ich habe irgendwelche Inhalte von uns. Ich hätte mal gerne einen Ausweis. Ja, okay.